Das, was ihr jetzt gleich sehen werdet, ist eine intensive Form von Overload-Meltdown, damit ihr Bescheid wisst, denn mir geht's überhaupt nicht gut in diesem Moment. Also da werdet ihr werdet schon sehen, was ich meine. Also ihr werdet sehen, wie schlimm es mir dabei geht, wenn ich in so einem Overload-Meltdown bin. Ja. Das sollte es einfach mal beweisen, wie scheiße es mir geht. Und desto mehr will ich halt die Diagnose, weil ich möchte, was dagegen tun kann. Gut, dann achtet mal darauf. Es ist soweit. Ich bin in dem Zustand, also in dem Overload. Ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, was ich sagen soll und denken soll. Ich mache mal kurz die Tür zu. Also, einiges wiederholt sich bei mir im Kopf die ganze Zeit. Ich kann es nicht beschreiben. Also, ich bin auch, glaube ich, nicht nur im Overload, sondern auch im Meltdown. Und das macht mich halt ziemlich fertig. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich weiß nicht, was ich denken soll. Ich würde am liebsten gerne einfach schlafen. Und ja, damit ihr Bescheid wisst, mir geht es überhaupt nicht gut. Gar nicht. Nicht ein bisschen. Scheiße. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich fühle mich so, als wäre ich nicht in meinem Körper. Ich fühle mich so, als wäre ich einfach nicht da. Einfach weg. Okay, beruhig dich, Bruder. Beruhig dich. Das geht gleich weg. Das geht gleich weg. Okay, ich brech das ab. Ich krieg das gerade nicht auf die Reihe. So, da bin ich kurz wieder. Ich bin immer noch im Overload. Jedenfalls spüre ich das Drücken hier, 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 hier. Hier fühlt es sich sogar taub an. Wenigstens habe ich diese extreme Intensität hinter mir. Da, wo ich Gedanken habe, die Gedanken auftauchen, die nicht von mir kontrolliert werden. Erinnerungen, Wörter, Buchstaben, Uhrzeiten und so weiter und so fort. Also das ist schon sehr krass. Also es macht mich schon fertig. Wie soll ich erklären? Also ich fühle mich einfach noch scheiße. Nach 10, Moment, was haben wir heute für einen Tag? Samstag, 15. Zuletzt hatte ich das am 3. Juni. 12 Tage ist es her. Ja, also es kann halt sein, dass ich mal eine längere Pause habe von so einem Overload-Meltdown. Und aber je länger die Pause dauert, desto extremer und intensiver wird dann der Overload, also wird auch wahrscheinlich dann auch zum Meltdown. Mir geht es auf jeden Fall nicht gut. Ich kann es auch nicht wirklich in Worte fassen, wie scheiße es mir geht. Tut mir leid, dass ich das gerade eben abbrechen musste, aber ich konnte es einfach nicht aushalten und es war sehr schlimm. Es ist immer noch da und es macht mich immer noch ein bisschen kirre, aber wenigstens schaffe ich es noch aufzuzeichnen. Hätte ich mir gewünscht, dass ich das länger aufzeichnen könnte, aber es ist nicht möglich, nicht für mich jedenfalls. Ja.
So, das ist Post-Overload-Meltdown. Also ich war auch noch in den letzten zwei Clips im Meltdown, also beim ersten Clip, den ihr gesehen habt, da hat der Overload angefangen und der Meltdown war dann halt mittendrin, also im mittleren Clip. Und dann ja, war der Meltdown erstmal ein bisschen ruhiger, also ich konnte dann wieder ein bisschen reden. Und ja, jetzt, also jetzt im Moment ist der Meltdown ganz weg, also ich kann jetzt wieder normal denken. Ich bin nicht mehr überfordert, die Reize stören mich nicht mehr. Also wie gesagt, ich habe euch da versprochen, dass ich das mal aufzeichne und euch einfach mal zeige, wie geht es mir dabei, damit ihr einfach mal seht. Also ich habe diese Zustände, ich nenne das mal Zustand. Damals wusste ich ja nicht, was ein Overload und ein Meltdown ist. Also bevor ich von Autismus gehört habe. Das habe ich ja nicht, seit ich ein kleines Kind bin, also seit 6, 7 Jahren, also seit ich 6, 7 Jahre alt bin. Und also ich weiß nicht, also im Erwachsenenalter ist es ein bisschen schlimmer geworden, da habe ich auch ein bisschen Angst dazu bekommen. Davor war das eine hohe Überforderung, also ich habe am ganzen Körper geschwitzt, werdet ihr wahrscheinlich auch im Video sehen. Und ja, das soll mal jetzt mal mein Abschlusswort sein. Ich bedanke mich bei euch, dass ihr euch das Video angesehen habt bis zum Schluss. Und ich wünsche euch alles Gute, wo immer ihr auch seid. Passt auf euch auf. Und wenn ihr möchtet, könnt ihr das Video auch gerne liken oder disliken, je nachdem. Ich werde dabei jetzt nicht so viel Mühe geben, das Video zu gestalten. Und ja, abonniert mich, by the way. Tschüssi. Boah.